Ich habe einen bestimmten Auftrag heute. Einen sehr bestimmten Auftrag. Wir müssen auf jeden Fall, komme was wolle, müssen wir das Video von Hamel gucken. LF einfach noch vor Weihnachten bekommen. Black Santa. Here I am. Wir checken auf jeden Fall Hamel Video an, weil er hat mir auch gesagt, ich komme in dem Video vor. Ich habe es noch nicht gesehen. Wir haben uns unterhalten. Ich will jetzt nicht Chat liegen so. Auf jeden Fall hat er mir Kenntnis gegeben, dass ich in dem Video vorkomme. Ich habe mal keine Ahnung, wie ich in diesem Video vorkomme. Aber ich bin auf jeden Fall sehr interessiert, wie Instagram die Fashion Show zerstört. Meint er mich? Meint er, ich mach die Fashion Shows kaputt? Finden wir es heraus. Fashion Shows sind langweilig. Fashion Shows sind ein veraltetes Medium, das man mit so viralen Gimmicks immer mal wieder versucht wiederzubeleben. Clear! Spray-on-Dress mit Bella Hadid. Clear! Tischdecken. Kleid. Ja, okay. Ist auf jeden Fall eine Inszenierung, eine Fashion Show. Und alles fällt runter. Warum Fashion Shows in 2023 zum Scheitern verurteilt sind, was es für Alternativen geben könnte und wie Social Media der Fashion-Branche einen Böller in die Kapuze gesteckt hat, das klären wir jetzt in diesem Video. Jeremys kulturelle Observation. Mit dem heutigen Thema Fashion Shows. Mode als Hobby hat folgende Sonderheit. Jeder muss mitmachen. Tust du es nicht, kommst du früher oder später wegen Erregung öffentlichen Ärgernissen in den Knast und spätestens dann musst du wieder Kleidung tragen. Es gibt also keinen Weg dran vorbei. Jetzt mag sicherlich den einen oder anderen geben da draußen, der sagt, nee, ich habe mit Mode wirklich gar nichts am Hut. Für die will ich einmal Watzlawick zitieren. Du kannst nicht kommunizieren. Deine Aversion gegen Mode kommt bei deinen Mitmenschen an und das Desinteresse, was sich in deinen Outfits widerspiegelt, ist ein Fashion-Statement, ob du jetzt willst oder nicht. An dieser Stelle stellt sich dann die Frage, wenn das Thema Kleidung uns alle betrifft, warum sprechen Fashion-Shows dann nur so eine winzig kleine Zielgruppe an? Warum, wenn... Ja, weil nicht jeder sich auch für die Art und Weise von Kunst interessieren. Manche Leute interessieren sich für Kleidung, einfach weil der Körper bedeckt sein sollte. Manche Leute wollen mit Kleidung eine gewisse Art und Weise eine Außendarstellung. Manche Leute wollen sich kreativ mit Kleidung ausleben. Manche Leute wollen weiter auch als die Außendarstellung mit Kleidung etwas ausdrücken. Also einmal die Außendarstellung, wie zum Beispiel, du ziehst dich an wie Menke. Das ist eine Außendarstellung. Du siehst seriös aus. Ja? Aber du kannst ja auch nochmal auf einer persönlicheren Ebene das Ganze machen, indem du sagst, ey, ich ziehe mich an wie ein Hip-Hop-Konsument. Das heißt, ich habe eine Außendarstellung, die einen persönlichen Effekt hat. Nicht einen beruflichen, sondern einen persönlichen Effekt. Und das gibt so viele verschiedene Nuancen dazwischen noch. Manche wollen einfach nur schick aussehen, manche wollen sexy aussehen, manche interessieren sich für Kleidung auf dem Level von Influencerinnen oder Influencer, die bei Temu 30.000 Kilogramm an Klamotten kaufen. Die interessieren sich einfach nur, boah, viel haben, viel tragen. Ich interessiere mich für Dings, für Mode, so wie die ein oder andere Influencer. Und manche interessieren sich halt für Kunst oder Kultur und so weiter und so fort dahinter. Das hat sehr viele Nuancen. Die Fashion Week, das modische Pendant zur Fußball-Champions League ist, warum bekommt sie es nicht mal hin, mich dafür zu begeistern? Ich, der schon Backstage bei Fashion-Shows gearbeitet hat und der auch seine eigenen Designs in diesem Format schon... Oh, Hammel! Zeit hat. Warum habe selbst ich, trotz meiner Leidenschaft für die Mode, manchmal das Gefühl, ich müsste mich durch die Shows quälen? Und darauf gibt es eigentlich eine ziemlich simple Antwort, für die es aber einen ziemlichen Batzen an Backstory benötigt. Und deswegen kommt mit mir auf eine Reise durch die Geschichte der Mode. Wir schreiben den 12. Februar 1858 und befinden uns in Paris, wo zuerst mal durch die Straßen eine Modenschau gestaltet worden ist. Einer Pariser Straße, in der Charles Frederick Worth in seinem... Haben wir auch schon mal besprochen. Charles Frederick Worth ist auch der Designer, der als erstes Modedesigner genannt werden konnte, weil er auch dieses Etikett Worth in seinen Kleidungsstücken verarbeitet hat und dadurch ein Kleidungsstück geschaffen hat, was identifizierbar war für jedermann sozusagen. Und das heißt, er war der erste Designer. Modesalon die erste Fashion-Show der Geschichte präsentieren sollte. Worth, generell ein absoluter Macher, er hat nämlich nicht nur die erste Fashion-Show gemacht, er ist generell auch der erste Fashion-Designer überhaupt. Vorher waren Designer eher Schneider, die das umgesetzt haben, was ihre reichen Kundinnen Hi. Von ihm verlangt hat. Und Worth dachte sich dann... Ich habe auf dem Hauptkanal ein Video gedreht, wo ich das erklärt hatte zu dem Balenciaga Couture-Produkt. Das Video ist aber wieder offline, weil es nur für 48 Stunden online sein sollte. Lass das mal lassen. Ihr habt zwar Cash, aber ihr habt keinen Stil. Ich design euch jetzt was und ihr kauft das dann bitte trotzdem. Und das haben sie auch getan. Seine Pieces hat er dann mit der ersten Fashion-Show der Geschichte präsentiert. Nach heutigen Standards konnte man das eher mit einem Pop-Up-Store oder sowas vergleichen. Er hat seine Pieces an Schneiderpuppen gezeigt und die waren jetzt auch nicht so nach Modelmaßen geschnitten, sondern eben an seine Kundschaft angepasst. Dazu gab es ein bisschen Schnittchen, ein bisschen Getränke
Und wenn das Orchester im Hintergrund die 1858 Version von irgendwelchen Deep House Beats klimpert, hat Worth da 5 Stunden lang über das Material, die Form, Farbe und so weiter seiner Teile geschnitten. Was ziemlich amüsant ist, heutzutage können wir uns gar nicht mehr vorstellen, dass Fashion Shows früher gar keine Musik hatten. Das war Stille. Und da waren auch keine Influencerinnen oder Influencer oder anderen Medientypen. Also ist klar, es waren Journalisten dort, Leute von den großen Modehäusern im Sinne von Selfridges und solchen Häusern dort, die auch, also vor allem die Amerikaner, die dort waren, um die Produkte nachzuzeichnen, die dort gezeigt worden sind, um dann in Amerika die Produkte nachzuzeichnen. Zu schneidern, was geisteskrank ist. Also überleg mal, das war Fast Fashion von damals. Und es waren halt Journalisten da und Kunden. So. Es war halt wirklich nur für die Industrie. Heutzutage ist das ja mittlerweile ein Spektakel für die halbe Welt. Damit wurde das Fundament für die moderne Fashion Show gelegt. Bis zu den 1920er Jahren hat sich die Fashion Show dann zu dem entwickelt, was sie heute ist. Kleidung an Models, auf Laufstegen, vorgeladenem Publikum. Aber wer ist dieses geladene Publikum? Die Antwort auf diese Frage wird noch von essentieller Bedeutung sein, warum Fashion Shows auch 100 Jahre später in den 2020er Jahren immer noch Arsch sein sollen. Das Publikum besteht eben nicht primär aus Fashion-Enthusiasten. Sympathische Zusammenstellung von Fashion-Influencern, YouTubern, wie auch immer. Andy von Andy und Klöt. Vincent, Yoshi, mein Bro, Yoshi, gerade noch telefoniert, Robert Friedrich und meine Wenigkeit, so. Die sich da entertainen lassen wollen, das Publikum besteht aus 3 Apo RRD, der aller echte. Main Character. Nummer 1, dem Designer, logischerweise. Nummer 2, der Presse und Nummer 3, den Einkäufern. Zur Veranschaulichung, die Einkäufer werden heutzutage sowas wie Farfetch oder Bräuniger, die zu Wholesale-Preisen die Kollektion kaufen und dann zu Retail-Preisen verkaufen. Presse wäre damals wie heute die Vogue oder auch Online-Plattformen wie Heiß Nobiety oder ähnliches. Und die Designer sind die Designer. Ob jetzt Demna mit Balenciaga oder Lasse mit seinem Vitamin B-Merch, wer zeigt, der zeigt. Diese 3 Main-Character profitieren voneinander, sie sind voneinander abhängig und halten das System am Laufen. Ohne die Designer hat die Presse nichts zu schreiben und die Einkäufer nichts zu verkaufen. Ohne die Einkäufer machen die Designer weniger Cash und ohne die Presse verkaufen sowohl Designer als auch Einkäufer weniger. Das System funktionierte. Es sollte sich aber auch noch weiterentwickeln. Im Laufe der 20er ließ sich dann ein Trend erkennen. Die Designer dieser Zeit haben sich immer mehr ins Rampenlicht geschmuggelt. Wo vorher nur das Design im Fokus stand, sollte mit dieser Entwicklung auch die Person dahinter immer wichtiger werden. Status durch Name kennen wir. So hatten wir dann eine Coco Chanel, die ihr kleines Schwarzes präsentierte. In den 30er Jahren hatten wir dann Schiaparelli, die in Kooperation... Die beiden haben sich so gehasst, also Chanel hat Schiaparelli so gehasst, das ist auch eine Info, die man mal droppen kann. Sie hat die nicht gemocht, das war Konkurrenz, das war Konkurrenzkampf. Das war ekelhafter Konkurrenzkampf, die zwei. Mit Dali, ihr Hummerkleid... Also Schiaparelli hat so viele Sachen etabliert in der Modeszene, so wie Coco auch, also Coco Chanel... Hosenanzüge für Frauen und so weiter und so fort und ne, Funktionalität auch für Frauen reingebracht. Hat Schiaparelli Kunst im Sinne von Kooperation mit Dali zum Beispiel, aber auch, ich glaube, sie hat auch dieses, dass er, also sie war, glaube ich, korrigiert mich, wenn ich falsch bin, aber sie war, glaube ich, auch die erste, die diese Newspaper Kleid, ich glaube, es war ein Kleid, gemacht hat. All das präsentiert in Paris, denn Paris ist die Hauptstadt der Mode. Jetzt gab es aber ein dickes, fettes Problem. Frankreich war von 1940 bis 1944 von Deutschland besetzt und ohne jetzt dieses... Also wir wollen nicht das dunkle Zeitalter ganz rausholen, aber deswegen ist Coco Chanel schon hier und da verpönt, ne? Weil sie der Besetzungsmacht zusammengearbeitet hat. Beziehungsweise auch für die spioniert haben soll. Kapitel unserer Geschichte aufzumachen, das hatte zu bedeuten, dass amerikanische Einkäufer keine Shows in Paris besuchen konnten. Man wurde also kreativ und veranstaltete eine Messe. Eine Modemesse in New York, um die eigenen Designer zu pushen. Und das war quasi die Geburtsstunde der Fashion Week. Und weil dieses Konzept so erfolgreich war, sollte in der Nachkriegszeit die Big Four der Mode nachziehen. Messen in New York, Messen in Mailand, Messen in London, Messen in Paris. Messen, denn nichts anderes sind die Fashion Weeks. Die Fashion Week ist quasi die Comic-Con für Leute, die sich ein bisschen cooler fühlen und... Ich sag ehrlich, das ist Disneyland für Erwachsene. Wenn du vor Ort bist, die Events, die Partys, die Aftershow-Partys, die Shows, es ist Disneyland für Erwachsene.
schlechter nähen können. Der Schritt zu, alle Designer zeigen zur selben Zeit, am selben Ort, zweimal im Jahr, war die letzte Entwicklung, die ich angeteasert hatte. Hier haben wir nochmal unsere drei Hasen. Die Designer haben vom Format Fashion Week profitiert, weil mehr Designer bedeutet mehr Presse, bedeutet mehr Einkäufer, bedeutet potenziell mehr Cash. Und für Presse und Einkäufer war es eigentlich auch entspannter, weil sie nicht mehr von Show zu Show reisen müssen. Also alles chillig, oder nicht? Falsch. Ihr dürft an dieser Stelle nicht vergessen, wir befinden uns immer noch in einer Zeit vor dem Internet und dementsprechend auch vor den sozialen Medien. Designer hatten also kaum Möglichkeit, ihre Designs über ihre eigenen Plattformen der Menschheit oder irgendwie mit potenziellen Kunden zu zeigen. Das heißt, die Presse in Form der Vogue hat Macht. Ein bisschen viel Macht sogar. Denn wenn die Vogue nicht über dich berichtet, findest du im öffentlichen Auge auch nicht statt und verkaufst dementsprechend auch so gut wie nichts. Und wie die Vogue letztendlich... Die Vogue hat unfassbar viel Macht. Wenn ihr mal geguckt habt, zum Beispiel Der Teufel trägt Prada, das basiert ja auf die Vogue. So. Und es kann, also es, so sagt man sich, dass ganze Kollektionen umgeworfen worden sind, wenn die Chefredakteurin der Vogue gesagt hat, nein, ist nicht cool. Endlich über deine Show berichtet, solltet maßgeblichen Einfluss. Das Ding ist natürlich, was man heutzutage auch sagen muss, dass das Machtverhältnis sich schon deutlich umgekehrt hat. Das heißt, zum Beispiel werdet ihr sehr, 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 sehr unwahrscheinlich, sehr kritische Texte bei der Vogue lesen, weil natürlich die Designer mittlerweile oder die Modehäuser oder Konglomerate wie LVMH, Kering, Only the Brave mit Renzo Rosso unfassbar viel Macht und Geld haben. Und wenn die aufhören, die Vogue zu finanzieren, indem sie Werbung innerhalb der Vogue schalten, ist vorbei. Das heißt, sie werden halt auch weniger kritisch gegenüber den Marken sein, die sie finanzieren. Auf Misserfolg oder Erfolg deiner Kollektion haben. Wir haben am Strich also ein intaktes, profitables System mit fragwürdigen Machtverhältnissen. Und das sollte auch noch ein paar Jahrzehnte so weitergehen. Das Gesicht dieser Zeit, Anna Wintour, Chefredakteurin der Vogue. Den habe ich, nein, nicht Grace Mirabel, Diana Veerland ist relevanteste Vogue-Editor jemals. Also das, die ist sogar noch relevanter als Anna Wintour, theoretisch. Ne, theoretisch. Also, Anna Wintour, absolutes Endstufe, aber wenn du so mit Fashion People redest und die noch älter sind, dann sagen die alle, boah, Diana Veerland, falls ich den Namen falsch spreche, korrigiert mich gerne, aber mit die relevanteste, die es je gab. Der Front Row eines jeden Catwalks, eine Frau mit Bob in ihrer Hand, der Schlüssel zur Fashion-Welt. Zumindest bis das Internet mit den sozialen Medien um die Ecke kam und der Modebranche schön einen Pushkick auf den Solarplexus geben sollte. Und auf einmal hatten Häuser wie Chanel, Gucci, Louis Vuitton eine größere Reichweite auf Instagram als die Vogue selbst. Und so hat sich eben dieses Machtverhältnis... Das Machtverhältnis hat sich schon geändert, weil die Geld verdient haben. Die haben einfach unfassbar viel Geld gemacht. Und Geld ist oft gleich Macht. Halb von kürzester Zeit komplett verschoben, weil halt diese Abhängigkeit nicht mehr gegeben war. Warum Geld für Shows ausgeben, damit die Presse berichtet und Einkäufer kaufen, wenn ich über meine eigene Plattform mehr Leute erreiche und ihnen meine Kollektion direkt und zum Retailpreis anbieten kann? Die Rolle der Presse war in unserem System auf einmal verzichtbar. Nicht irrelevant, aber halt auch nicht mehr essentiell. Und jetzt habe ich einen klitzekleinen, sehr abstrakten Vergleich zur Musik für euch. Während die Vogue vor den sozialen Medien die Rolle von Spotify innehatte, hatte sie danach nur noch die Rolle eines Anthony Fantanos inne. Einfach Shots fired. Bro, Anthony getting strays. Er kriegt einfach von Seite doch ein. Lass den mal sagen, ich schwöre, dieser Vergleich ist nicht so kacke, wie er sich im ersten Moment anhört. Darüber hinaus waren die Designer auf einmal auch unabhängig vom Fashion-Kalender. Zweimal im Jahr in Paris zu zeigen, war auf einmal nicht mehr Pflicht, um gesehen zu werden. Das Blatt. Vor allem ist das halt auch so, die jetzt LRF 3 haben, die können literally nachlesen, wie es unwirtschaftlich sogar ist. Es ist literally Unwirtschaft für viele Designer während der Fashion Week zu zeigen und dann die Produkte in diesem Fashion-Kalender zu produzieren. Das ist unwirtschaftlich. Aber dafür braucht ihr LRF 3. Hat sich also in kürzester Zeit einmal komplett gewendet. Aber schließen wir jetzt endlich den Kreis und beantworten die Frage, warum Fashion-Shows jetzt langweilig sind. Naja, Unterhaltung hatte bei Shows nie die allerhöchste Priorität. In erster Linie war es halt einfach ein Business-Event, um Designer, Presse und Einkäufer zu verknüpfen. Welche Seite? Kapitel Business. Könnt ihr das nachlesen? Und auf der
Business Guide Seite bei der Übersicht bei LF. Hinten könnt ihr es auch nochmal nachlesen. Was dann mit dem Format Messe noch geupgradet wurde. Erst mit der Zeit und dem finanziellen Erfolg der Shows hat der Unterhaltungsfaktor eine immer größere Rolle gespielt. Wir haben Lightshows, DJs, aufwendiges und teilweise exzessive Setdesigns und Promis auf den Laufstegen. Der Production Value wurde also nach und nach immer höher. Aber unterm Strich bleibt leider, dass das Format Fashion Show, sprich Kleidung an Models auf Laufstegen vor geladenem Publikum, in seinem Potenzial zu unterhalten beschränkt ist. Die Leute damit aber über einen längeren Zeitraum so zu begeistern, wie es beispielsweise mit Filmen, Konzerten, Theatern und so weiter möglich ist, ist schwierig bis unmöglich. Und auch bei den viralen Gimmicks geht halt schnell die Luft raus. Weil dieses Spray-on-Dress an Bella Hadid war natürlich was Besonderes, aber selbst das haben wir ja schon von McQueen mit diesem... Das ist absolut meine Lieblings-McQueen-Show. Dumm gut. Spray Paint Dress. Das haben wir ja schon mal gesehen. Wir halten also zwei Dinge fest. Erstens, Fashion Shows waren nie in erster Linie ein Unterhaltungsmedium. Und zweitens, Social Media hat die Notwendigkeit von Fashion Shows zum Fall gebracht. Die entscheidende Frage, die sich jetzt aber immer noch stellt, warum zur Hölle wird an diesem Format festgehalten? Vor allem, Fashion Shows sind so expensive für junge Designer, dass sie daran bankrott gehen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Junge Designer träumen davon, boah, ich möchte irgendwann eine Runway-Show machen und meine Kunst präsentieren in diesem Umfeld, in dieser Gegebenheit. Und das kostet denen einfach Minimum 300k. So, die zahlen Minimum 300k und dann spielt diese 300k, die du in dieser Show gemacht hast, erstmal wieder ein. Spiel die erstmal ein. Bring die wieder rein. Es kann dich auch straight eine Mio kosten, so eine Show zu machen. Hol die erstmal wieder rein, durchverkaufen durch Klamotten und vor allem... Du kannst es theoretisch durch Pop-Ups und durch Präsentationen und so weiter und so fort günstiger machen, aber eine Showproduktion ist so teuer, dass es vielleicht sogar, also wahrscheinlich sogar, nicht rentabel ist, sondern wirklich nur Image und für die meisten Geld verbrennt. Warum wird jetzt also an dem Format Fashion Show respektive Fashion Week festgehalten? Ich würde sagen, FOMO spielt eine gewisse Rolle. Also der Fear of Missing Out, wenn man trotz sehr guter Gründe einer Institution wie der Fashion Week den Rücken zukehrt. Dazu kommt aber auch, dass sich der Modejournalismus in nostalgischer Erinnerung an vergangene glorreiche Tage an das alte System festklammert, indem sie halt einfach noch viel mehr Macht und Einfluss hat. Und dann werden gerade junge, aufstrebende Designer unter Druck gesetzt nach dem Motto, du musst zweimal im Jahr in Paris zeigen, sonst nehmen wir dich nicht ernst. Auch immer ein bisschen mitschwingt, und das ist ein kleiner Hater-Take von mir, die Mode zieht prätentiöse Persönlichkeiten an. Und wonach streben prätentiöse Menschen am meisten? Aufmerksamkeit. Nach der Bestätigung von anderen prätentiösen Menschen. Aber ich glaube auch, dass es diesen brancheninternen Circle-Jerk braucht, damit man sich eben als Genie inszenieren kann, während man Mode kreiert, die außerhalb dieser Fashion-Bubble keiner versteht, schweige denn feiert. Anders kann ich es mir einfach schwer erklären, warum gerade neue, nicht etablierte Designer laufen. Seht ihr, was ich meine? Und 125.000, Bro, du machst keine Show. Du machst keine gute Show. 150, hier, 300 und aufwärts, nicht upwards, also nicht zwischen 125 und upwards of 300k. Nein, 300k und aufwärts. Bro, das ist painful. Das ist painful. Weil ich weiß, aber ich meine, in LF1 habe ich sogar reingeschrieben, wenn ihr LF1 habt, wie viel Kim Jones für seine erste Show bezahlt hat. Du gehst fast broke wegen der Kacke als junger Designer. Vogue Business mindestens 125k droppen sollen, wenn das Fazit ist, auch von der Vogue Business übrigens, dass ein Return of Investment nur sehr schwer zu sehen ist. Das habe ich gesagt. Call it. Finanzielle Risiko ist einfach zu hoch und es lohnt sich halt einfach nicht. Aber auch das ist nichts Neues. Aber, weil er es jetzt noch nicht gesagt hat und bevor ich es vergesse, I've gotta tell you. 125k, genau. Überleg mal, ein Kim Jones hat 125k 2000 irgendwas gedroppt für seine erste Show. Was denkt ihr, was es 2023 kostet? Hä, Inflation. Es ist alles sowieso teurer geworden über die letzten Jahre. Das ist locker 15 Jahre her. So, das ist 125 Euro, Bro. Du machst halt nichts damit. Also für eine Fashion-Show. Im echten Leben, du machst viel damit. Aber so für eine Fashion-Show machst du nicht viel und der Return Investment ist kacke. Aber warum Fashion-Shows gut sind,
ist der Grundgedanke, dass es eine Messe ist und zu dem einen Zeitpunkt in dieser einen Woche, beziehungsweise wenn man die Couture Week dazu nimmt, sind es 1,5-2 Wochen. In diesem Zeitraum sind alle relevanten Leute oder fast alle relevanten Leute der Industrie an einem Platz. Das heißt, es ist ein Punkt, wo man sich mit Gleichgesinnten trifft, austauscht und guckt, wo der Markt hingeht, wie man neue Kooperationen schafft, wie man neue Möglichkeiten schafft. Das heißt auch für junge interessierte Designer, junge interessierte Mode, Liebhaber und so weiter und so fort, Influencer, Content Creator und Stylisten, Musiker, alle, die in dieser Industrie sind. Bayer, ist das eine Möglichkeit, sich mit Kollegen oder möglichen Kooperationspartnern zu connecten, also auch Geschäftsleuten. Das heißt, auf den Partys, den Aftershow-Partys, den Shows, den Events, dort entstehen die Connections und die potenziellen Kooperationen für das nächste und die nächsten Jahre. Genau dort. Bei den Events, bei den Dinners und so weiter und so fort. Deswegen sind die Leute auch da, abseits von der Kunst. Es ist ein Treffpunkt, wo man halt Business auch macht, literally. Deswegen sage ich auch, ey, wenn ihr da hingeht, es ist Fun, es ist Spaß, es ist Disneyland, es ist für Erwachsene. Aber es ist halt auch eine Möglichkeit, dort den nächsten Step zu machen oder neue Connections zu machen. Deswegen ist man da. Plus, man trifft halt auch gute, alte Freunde, die über die Zeit halt Freunde werden. Es ist halt einfach so, es wird nicht so sein, dass ich, Beispiel, ich schreibe zum Beispiel mit meinen Homies aus Paris konkretes Beispiel, Spencer Badu, Designer aus Kanada. Bruder, er und ich, unwahrscheinlich, dass wir uns irgendwo über das Jahr irgendwo anders treffen. Wahrscheinlich auf der Fashion Show. Ey, heute Abend, was geht? Ey, ich bin auf der Bianca Sanders Party im Soho House. Oh, komm, boom. Du bist auf der Party? Da ist Bianca Sanders, da ist Spencer, da ist meine Homies aus Paris. Und du triffst alle dort gleichzeitig. Auf der Party, irgendwann kommt Ilias von Lowlights, Louis Doppelgarden ist da, wir sind am Feiern, Babam. Tony Marfood kommt aus der Ecke. Ey, Bro, was geht? Ja, ich bin heute hier, bla bla, was geht bei dir? Ah, alles gut, Bro. Ja, weil du ihn, und dann musst du dir vorstellen, ich habe den original 2 Tage vorher, Tony Marfood, ich habe den 2 Tage vorher auf einem Louis-Event in Frankfurt getroffen. So, man sieht sich dann auf der Fashion Show wieder. Weil bei solchen Events ist die Wahrscheinlichkeit einfach hoch, dass du die Leute triffst, die auch in deiner Industrie sind. Und so entstehen halt normal Freundschaften. Damit ich es kurz und klarer nochmal mache. Ihr kennt ja diese Meme, wie entstehen Männerfreundschaften. Man geht einander vorbei, man sieht den anderen Typen. Der geht zum Sport, du gehst vielleicht nach Hause, man läuft einander vorbei. Dann, eine Woche später, du siehst den Typen wieder. Man nickt sich zu. Alles gut. Dritte, vierte, fünfte Mal, man sieht sich. Irgendwann sagt man, hey Bro, was geht? Was wieder trainieren? Ja, ich gehe jetzt gerade nach Hause. Ja, lass mal nächstes Mal zusammen trainieren. Und das Gleiche passiert halt bei Fashion Events. Was machst du? Ja, ich war auf der und der Show, ich bin auf der und der Show. Ah, sieht man sich morgen bei dem und dem Event. Und so entstehen halt neue Connection, neue Freundschaften, wenn man sich gut versteht. I don't fake shit. So, wenn man sich gut versteht, dann passiert was, passiert nichts, auch gut. Das macht auch eine Fashion Show aus. Es ist eine Messe für Leute, die in der Industrie sind, die halt das gleiche Interesse haben oder das gleiche Berufsfeld oder ein ähnliches Berufsfeld, was sich miteinander verbindet. Versteht ihr? Also es ist nicht nur sinnloses, prätentiöses Gehabe und Leute, die Aufmerksamkeit haben wollen, sondern es ist halt auch einfach nur Industry Shit. Das ist das Gleiche, wenn du, wie er vorhin gesagt hat, auf eine Comic-Con gehst. Das ist das Gleiche, wenn du zu der OMR gehst und du bist im Social-Media-Bereich. Du gehst zu der OMR und in der OMR wird halt gesprochen über Social-Media. Und da wird sich informiert, was sind die neuen Trends, was sind die neuen Produkte, wer sind die neuen Influencer, was sind die neuen Gegebenheiten, technische Möglichkeiten und so weiter und so fort. Und das Gleiche passiert auch auf der Fashion Week. Also es ist nicht nur, man guckt sich nicht nur Kunst an, was natürlich der Hauptaugenmerk ist, aber man trifft auch Leute. Es werden dort vor Ort die größten Entscheidungen für die kommende Saison oder die kommenden Saisons entschieden. Bei Dinners, bei Partys und in Gesprächen, in Showrooms und so weiter und so fort. Das passiert auch auf der Fashion Week. Ganz abseits der Shows. Lasst mich gerne wissen, was ihr von Fashion Shows haltet. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und gern geschehen für dieses Video. Okay, tschüss! Danke dir, Hamel. War ein sehr interessantes Video. Ich hoffe, ich konnte meinen Beitrag dazu leisten. Du hast mir gesagt, du guckst dir die Videos. Freut mich. Guten Durst mit dem Robbie Bob. Und ich hoffe, dir hat auch das Video gefallen, so wie euch. Lasst auch meinem Video einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal und
und teilt das mit euren Freunden.